Die Geschichte vom Sputnik 1. Auf Wikipedia steht, dass US-Präsident Eisenhower am 29. Juli 1955 die Entwicklung eines amerikanischen Erdsatelliten in Auftrag gegeben hat. Woraufhin die UdSSR dann 4 Tage später, am 2. August 1955, eine ähnliche Entwicklung ankündigte. Dies wurde von der Weltöffentlichkeit teilweise als Propagandakup für die Überlegenheit des marxistisch-wissenschaftlichen Systems über den Kapitalismus angesehen. Der erfolgreiche Start am 4. Oktober 1957 war von einer großen Startrampe in Baikonur und überraschte daher alle Welt. Der Sputnik verfügte über einen Sender von 1 Watt Leistung, der abwechselnd auf 20,005 und 40,002 MHz kurze Signale sendete, der Aufschluss über die Temperatur und den Druck gaben. Die Signale des Sputnik wurden auf der ganzen Welt von Funkamateuren und Forschungsstationen empfangen und widerlegten die bisherigen Annahmen über den Aufbau unserer Erdatmosphäre in großen Höhen. Im westlichen Europa konnte dabei ein Astronom den ersten Erfolg verkünden: Heinz Kaminski von der Volkssternwarte Bochum. Die gute Presse und die vielen Anfragen, die mit diesem Erfolg in den ersten Tagen der Raumfahrt verbunden waren, trugen wesentlich zum Entstehen des späteren Bochumer Instituts für Weltraumtechnik bei. An der Schulsternwarte Rodewisch in Sachsen wurde der Sputnik am 8. Oktober 1957 erstmals mit Hilfe eines Fernglases gesehen. Hier entstanden am 13. Oktober 1957 auch die erste Fotografie der Trägerrakete von Sputnik 1. Schulsternwarte Rodewisch sichtet den Erdtrabanten. Dresdner Amateurfunker empfingen die Stimmen aus dem All. Berlin. Dienstag früh, 4.55 Uhr mitteleuropäische Zeit, wurde der sowjetische Erdsatellit von den Mitarbeitern der Schulsternwarte Rodewisch bei Auerbach im Vogtland mit Fernrohren und bloßem Auge gesichtet. Die junge Welt sprach mit der Schulsternwarte Rodewisch und unterhielt vom Leiter der Sternwarte, Herr Penzel, folgenden telefonischen Bericht. Schon vorgestern haben wir alles genau errechnet. Der Satellit muss gegen 4.55 Uhr über Kopenhagen, also etwa 900 Kilometer von uns entfernt, seine Bahn gen Osten ziehen. Alle unsere Instrumente hatten wir in diese Richtung eingestellt. Wir, das waren der Oberschüler Dietmar Runow, der Stadtverordnete Matsuko, ein diensthabender Volkspolizist und ich. Fieberhaft warten wir die ganze Nacht. Da, plötzlich, hatte Diethard den Erdtrabanten entdeckt. Dort ist er, rief er spontan aus. Und dann erlebten wir alle das beglückende Gefühl, den dahin huschenden Punkt zu sehen, bis er dann in kurzer Zeit im Osten verschwand. Bemerkenswert für unsere Leser wird noch sein, dass wir den Trabanten nicht nur mit unseren komplizierten Geräten, sondern auch mit einem einfachen Feldstecher und ganz kurz sogar mit bloßem Auge erkennen konnten. Morgen früh ist wieder alles auf den Beinen. Punkt, Punkt, Punkt.